Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns dieses leckere Erdbeer-Mascarpone-Dessert und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das Erdbeer-Mascarpone-Dessert verwende ich 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Halbfettquark, ein Becher Schlagsahne, etwas Zucker, ich denke mal, das werden so 2-3 Esslöffel sein, ein Vanillezucker und dann habe ich ein halbes Kilo Erdbeeren. Die Erdbeeren habe ich so ein bisschen, also die 5-6 schöne habe ich beiseite getan. Hier habe ich die festen restlichen Erdbeeren und ein paar von denen waren nicht mehr so schön. Die habe ich mit einem Vanillezucker püriert. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. Als erstes werde ich die Sahne steif schlagen. So, die Sahne ist jetzt schön steif, die kommt jetzt für kurze Zeit in den Kühlschrank. Dann nehme ich den Quark und den Mascarpone-Käse. Dazu kommt ein Vanillezucker. Und ich tue jetzt mal 2 Esslöffel Zucker dazu. Ich gucke nachher mal, wie süß das ist. Gegebenenfalls tue ich vielleicht noch mehr Zucker dazu. Zucker ist ja immer individuell, das kann ja jeder machen, so wie er will. Wer es weniger süß mag, nimmt einfach weniger Zucker oder vielleicht Stevia oder Süßstoff. So, das wird jetzt erstmal glatt gerührt. So, ich gucke jetzt mal. Für meinen Geschmack ist das süß genug. Ich hatte ja auch Vanillezucker dazu getan. Unter die Mascarpone-Quarkcreme werde ich jetzt die Sahne unterheben. Wenn es in diesem Schritt hier jetzt nicht mehr süß genug ist für euch, dann könnt ihr das so machen. Ich hatte ja die weichen Erdbeeren püriert mit einem Esslöffel Zucker und ein bisschen Vanillezucker. Hier könnt ihr dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zucker dazu tun. Das gleicht sich dann nachher wieder aus. Aber für meinen Geschmack ist das jetzt ausreichend. Und jetzt werde ich die anderen Erdbeeren, die festen Erdbeeren, werde ich jetzt alle klein schneiden. So, die geschnittenen Erdbeeren, die tue ich jetzt in die Erdbeeren, die ich vorher püriert hatte. So, die Erdbeeren sind jetzt fertig und die Mascarpone-Creme ist fertig und jetzt kann ich das Dessert schichten. Wer es ganz akkurat machen will, der kann auch einen Spritzbeutel nehmen. Also jetzt nicht für die Erdbeeren, aber für die Mascarpone-Creme. So, und von den schönen Erdbeeren hatte ich mir ja ein paar beiseite getan. Die habe ich einfach halbiert und das Grüne habe ich dran gelassen, weil das ganz schick aussieht. Und so wäre dann das Dessert auch fertig. Das leckere Erdbeer-Mascarpone-Dessert ist jetzt fertig. Ich habe mit diesen Zutaten genau 5 Stück rausbekommen. Allerdings sind meine Becher auch ziemlich groß. Ich glaube, wenn ihr kleinere nehmt, könnt ihr locker auch 6 Stück draus rausbekommen. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.